Hallihallo Leute und damit herzlich willkommen zurück im nächsten Part zu meinem Let's Play zu Stranger Things 3 The Game, dem Videospiel zur dritten Staffel von Stranger Things. Und zwar habe ich jetzt das Problem hier mit dem Rätsel gelöst. Und zwar habe ich ein bisschen rumprobiert und habe mich dann dazu entschlossen, jetzt endlich doch in einem Guide nachzugucken, wie das funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, warum das die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Und zwar muss man das Folgendes tun. Man klickt das. Diese Schalter muss man aktivieren. So. Und dann macht man das, den Schalter hier und den Schalter. Und dann ist die Tür unten auch schon geöffnet. Ich weiß aber nicht warum. Aber guck mal, was hier steht. Aus. Das, was hier steht, ist vollkommener Quatsch. Aus. An, aus. Wie gesagt, das ergibt. Das passt nicht. Weil die sind aus. Das hat ja keinen Sinn. Ich verstehe das halt auch nicht. Könnt ihr aber mal in die Kommentare schreiben, oder ob das vielleicht irgendwie so ein Spielfehler ist, oder ob ich vielleicht irgendwas übersehe. Auf jeden Fall geht die Türe dafür auf. Man kriegt auch danach eine Cutscene halt, wie die Türe dann halt auch aufgeht. Nur die habe ich ja jetzt natürlich jetzt nicht mit drin, weil ich halt, ich wollte halt offscreen erstmal gucken, ob das auch alles funktioniert. Und zwar haben wir das jetzt gelöst und weiter geht's in der Story. Das sind lauter Bücher. Und sagt die erste gleiche, ne? Ja. Das ist Dictionary. Russisch-Englisch-Wörterbuch. Endlich das Wörterbuch. Ja, das ganz laut sagen, Dustin. Das wir brauchen. Zurück zu Scoops. Ahoi. Ja. Das ist auch die letzte Mission, die wir noch haben momentan, ne? Ja, außer retten wir Samantha im Blumenladen auch noch kurz und dann gehen wir das Dictionary zu Steve und Robin bringen. Und dann geht's mal endlich in der Story mal weiter, ey. Ja, vielleicht werde ich denn das Rätsel ja irgendwann mal lösen und vielleicht ist das auch irgendwie so ein Spielfehler. Ich habe keine Ahnung, dass das vielleicht im Englischen was Falsches angezeigt, anderes angezeigt als im Deutschen, dass das vielleicht falsch übersetzt wurde. Das kann natürlich sein. Oder ich habe natürlich gekommen, gefällt und habe den, ja, hab mich so doof angestellt. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, ich habe nachgeguckt. Ich bin mir auch nicht zu fein für, ich gebe es zu, dass ich nachgeguckt habe. Willkommen in der Bibliothek. Nichts ordentlich machen, unordentlich machen. Nee, ist okay. Kommt kein Geld raus? Ist auch frech. Könnt ihr die Tür aufmachen und mich rauslassen? Nur tut mir leid, sie bewegt sich nicht. Geht nicht, sie ist verschlossen. Im Laden sollte irgendwo ein Ersatzschlüssel sein. Könnt ihr danach suchen und mich rauslassen? Natürlich machen wir das. Upsala. Was ist denn da? Eine Notizzettel, mal sehen, was da drauf steht. Hallo ich, du hast Ersatzschlüssel woanders hingelegt, weil Mom die dir in den Schulterrang gegeben hat, das Beth geklaut hat. Er ist, du weißt schon wo. Im liebes Samantha, PS, du kannst mich mal Beth. Okay, wir müssen wohl mit Samantha reden. Okay. Okay, Beth. Wir haben nur diese Notiz gefunden. Stimmt ja, Beth hat mir Ärger gemacht, also habe ich den Ersatzschlüssel versteckt. Er muss an einem anderen versteckt sein. Könnt ihr noch weitersuchen? Und beeilt euch, ich höre eine Ratte, die sich in die Welt krallt. Okay. Ach, eigentlich wollte ich mit Controller weiterspielen jetzt erstmal wieder, aber naja, mach ich das im nächsten Part. Was hat denn da? Ein Tennisball. Das sieht aus wie eine Perle. Seht her! Die Perle der Auster. Aber es war doch alles gratis. Oh, guck mal da. Eine weitere Notiz. Hallo ich. Du weißt, dass Beth hier suchen würde. Deshalb ist der Ersatzschützer nicht hier. Sieht in den anderen Orten nach. Kuss Samantha. Ruf, sagen wir Samantha Bescheid. Alle Blumen zerstöre hier, ey. Okay, dann sagen wir Samantha Bescheid. Wir haben noch einen Notizzettel gefunden. Sollten wir da einen anderen Ort suchen? Wow, ich bin echt gut darin, Dinge von mir zu verstecken. Wenn Beth nicht so blöd wäre, wäre ich gar nicht in dieser Situation. Sucht weiter. Ich brauche einen Ersatzschlüssel, bevor die Ratten durch die Wand kommen. Alles klar.
Aber die Zähne knirschen die ganze Zeit so komisch, ey. Die Tür ist zu. Okay. Ich würde gerne wissen, warum Nancy eine Schere trägt, ey. Hat die auch irgendwie in der Serie eine Schere? Eigentlich hat die eher eine Schusswaffe, aber... Ja, ich glaube, eine Schusswaffe in dem Spiel hat, glaube ich, gar keiner. Oh, money, money, money. Noch ein Tennisball. Was hat denn da? Gemalter Kaffee. Noch mehr gemalter Kaffee. Um die Tür, machen wir mal auf hier. Mal Opa. Ach so. Das ist auf jeden Fall mit der Tastatur besser. Mal sagen, was man will. Vor allem, wenn man einen Controller hat, wo die Tasten anders belegt sind. Ah, das hast du nie missen, habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht. Nämlich mich wieder. Oder noch eine Notiz. Noch eine Notizzettel, das ist doch lächerlich. Hallo ich, nur eine Erinnerung, dass der Schlüssel hier nicht ist. Er ist in dem Zimmer, in dem du mit deinem heißen Austauschschüler rumgemacht hast. Kurz Samantha. Sollte die Erinnerung wachrufen, sonst bin ich weg. Sonst bin ich weg. Alles klar, dann machen wir mal. Gott, ist das groß hier, ey. Aber innovativ gestaltet alles. Da war eine Notiz über einen Typen, den du geküsst hast. Stimmt, das Büro, aber klar doch. Wir haben uns hinten versteckt, damit man uns nicht sieht. Das ist der Ersatzschlüssel. Den Schlüssel habe ich dabei. Keine Ahnung, wieso ich so viele Schlüssel von einem Laden habe. Hier, ich schiebe ihn unter die Tür durch. Hinter der verschlossene Tür mit einem Bären daneben. Beeilt euch, ich glaube, ich habe eine Nase durch ein Loch kommen sehen. Alles klar. Haben wir den Schlüssel endlich. Oh, der Kaffee ist noch heiß. Heiß, heiß, Baby. Ja, aber der Nancy Wheeler wird der Kaffee mal heiß, ne? Muss sie nur in der Nähe kommen, dann wird alles heiß. Wir haben einen Ersatzschlüssel. Gott sei Dank, ihr seid Lebensretter. Danke für die Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich erst durchgedrückt oder vor einem Ratten gefressen worden wäre. Habt ihr komische Ratten gesehen? Sie sehen krank und eklig aus. Ich hau ab, bevor sie wiederkommen. Da kratzt was an der Wand. Naja. Dann gehen wir mal oben kurz da eben hin und suchen da noch. Und dann gehen wir nach Scoops Ahoy und bringen Steve das Dictionary. Boah, Russisch, ey. Russisch ist eine Sprache, die ich auf jeden Fall gerne lernen will. Ist auch auf meiner To-Know-Lists. Oh nein! Ich hab da durch.
Okay, ist nichts mehr. Ne, ne. Dann geben wir. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr cool, ne? Oh ja. Fällt mir richtig gut. Alles klar. Danke nochmal, dass ihr mich gerne befreit habt. Ich habe jetzt einen Schlüssel deponiert, damit das nicht wieder passiert. Wo denn? In dem BH? Wie gesagt, das wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr wahrscheinlich echt Max sein, ne? Was sind denn die anderen? Das ist bestimmt. Das ist Mr. Will sein. Joyce und Hopper. Erika. Irgendwie vergesse ich noch. Ach, no, Jane. Ich vergesse noch irgendjemanden. Steve, klar, Steve. Steve ist auch noch hierbei. Stimmt, Steve. Das sind seine Haare dann. Da haben wir doch alle. Max, Steve, Erika, Will und Jane und Joyce und Hopper. Na gut, da haben wir ja alle. Fast. So, dann gehen wir so. Ah, das Scoops. Warte mal, Scoops Ahoy. Ist egal, gehen wir mal kurz hier lang. Scoops Ahoy war auf jeden Fall mit das Ding, genau. Wir gehen mal mit dem. Dann gehen wir als Robin mal. Als Nancy mal Robin besuchen. Wer weiß, wer sie an Robin interessiert. Ne, Quatsch. Die ist eher an Steve irgendwie interessiert gewesen, wieder in der vierten Staffel. Naja, dass diese Vision nochmal aufgegriffen haben, ne? Egal, los geht's. Wir sind zurück, wir haben ein Russisch-Englisch-Wörterbuch. Wir haben dem Band einer Weile zugehört, aber keine Fortschritte gemacht. Oh, im Ernst? Hör zu, ich schaue später mit Neuigkeiten vorbei. Oh, das wird uns oberste Priorität. Robin! Krass, dass Tom auf uns, gefeuert hat. Krass, dass Elf Schluss gemacht hat. Lass uns wieder in Mikes Keller gehen und ich will nach Will sehen. Oh. Oh. Oh, Heather. Genau, Billy ist ja geflayt und jetzt kommt Heather. Bist du verletzt? Ah, greift sie an und flayt sie. Hilft mir jemand. Oh, da ist Hopper, der wartet auf. Ich sagte Enzo um 7. Wo ist Joyce? Bedienung noch eine Flasche. Die verschwundene Rettungsschwimmerin. Oh, geil. So hieß das. So heißt übrigens das Kapitel auch nicht. Oh, Max! Max, Max, Max! Hey Max, wie siehst du das lange Gesicht? Die Jungs haben es echt vermasselt. Weißt du, wie ich Elf aufmuntern könnte? In deinem Alter habe ich Pyjama-Partys geliebt. Ich versuche es. Schreckliche Idee, aber mir gefällt mir nicht ein. Gute Idee. Ich gehe zu Hoppers Hütte. Max stößt zu. Yes. Yes. Wir haben Max. Oh, die hat ein Messer. Wow. Alles klar. Max kann Herzchen verteilen. Alles klar. Sie ist der Heiler und die kann Kung Fu. Stimmt das? Hm. Du hast Ralph Macchio gefunden. Er ist das Karate geht. Hiya. Genau. Ralph Macchio, ne? Hey, da seid ihr ja. Eure Dungeons und Dragons-Figuren sind bereit. Tut mir leid, wir haben keine Zeit. Ich muss Mom sagen, dass ich arbeitslos bin. Sie arbeitet heute bei Melvitz. Ich kann auch nicht spielen. Ich will mit Steve über diese russischen Sendungen absprechen. Hey, Max, hast du Lust zu spielen? Ich habe eine ganz knatzige, rothaarige Halbelfe für dich gewürfelt. Ich will nur mit Nancy reden. Elf und ich müssen etwas Zeit ohne euch verbringen. Aber was ist mit Dungeons & Dragons? Schnief. Na gut. Okay, was? Jetzt haben wir ein paar Quests, ne? Pyjama Party. Steve, Melvin mit Joyce. Ne, wir gehen jetzt zur Pyjama Party mit. Wir machen eine Pyjama Party. Wir können jetzt endlich Max steuern. Dann können wir jetzt erstmal zu Max nach Hause gehen. Jetzt erstmal, ne? Oh ja, Karate Kid. Ist geil. Max ist geil. Max ist mein Lieblingscharakter, ne? Oh ja. Oh, wir haben jetzt mehr Elben. Wir haben jetzt ein paar Zwerge gefunden. Du meine Güte, ihr seid ja bärenstark und kerngesund aus. Helft ihr einer armen alten Frau im Haushalt, damit könnt ihr euer Taschengeld aufbessern.
Klar, warum nicht? Ich kann auch nicht gut genug sein, mein Harold Ford ist, falls alles auseinander. Fang bitte mit dem Laub im Garten an. Ich habe euch das Tor aufgeschlossen. Okay, klar, machen wir. Ding tot? Ich sehe es nicht. Oh Gott. Ich glaube, sehr unerwartet gerade. Zwerg habe ich aufgehoben, ne, ja. Machen wir eben die Granny, machen wir eben für die Granny die Hausarbeit hier. Hinten zittern im Zimmer zu. Rette das erste Bild gerade. Gott. Harold ist ein Apfel. Das Foto muss gerade gerückt werden. Sind die alle von ihrem toten Mann? Ich finde, er ist süß. Sie müsste ihn echt geliebt haben. Hör einfach zu reden. Perfekt, fertig. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn Harolds Fotos auf Vordermann sind. Noch mal 50 Cent. Danke. Könnt ihr in der Küche noch die Zuckerdose auffüllen? Im Küche müsste ein Paket Zucker sein. Zucker, kein Problem. Wir haben den Zuckerbefehl, der füllt die Dose auf dem Tisch. Bäh, wann würde dieser Zuckerdose zuletzt gespielt? Ich will die Antwort lieber nicht wissen. Füllen Sie einfach auf, dann verschwinden wir. Vielen Dank, meine Hände könnten nie lange genug bleiben, um die Dose aufzufüllen. Dürfte ich euch um einen weiteren witzigen Gefallen bitten? Eines der Rohre im Keller hat einen Leck. Könnt ihr herausfinden, wo dieses garstige Wasser herkommt? Garstige Hobbits! Hell wurde es mit dir verziehen, wenn er der Keller überschwemmt wäre. Einer noch, mehr nicht. Großartig, ich habe die Kellertreppe entriegelt. Ich warte hier. Mir wird es schwindig, wenn ich die wackelige alte Treppe ins dunkle Kalte runtergehe. Der Keller ohne Wiederkehr, ey. Das Wasser kommt von da hinten. Klick. Habt ihr das gehört? Als ob die Tür abgeschlossen wurde. Das ist doch hinter den Regalen. Sieht wie so aus, helfe mir. Harry lebt bestimmt noch. Guck mal da. Wir haben Herbert gefunden. Oh Gott. Warte mal, mein Arm juckt. Ah, oh ja. Puh.
Nur da oben drauf und zack. Hier los, ey. Er tötet mich. Okay. Ich glaube, wir sind unter Grannys Schlafzimmer. Die Bretter in der Decke sind lose. Wir schieben sie noch für sie hoch und verschwinden. Ich bin tot. Ja, war klar. War auch geflayt. Tja. Glaubt ihr, das Ding hat Grammys Perkins gefressen? Ich glaube, das Ding war Granny Perkins. Diese Stadt ist echt seltsam. Oh mein Gott. Turnschuhe. Oh, was machen die denn? Keine Ahnung. Gar nichts. Gehen wir. Max. Kick. Fähigkeit Sunny. Sunny. Verstreut Gesundheit um sich. Sie ist der Medic. Ach ja, klar, stimmt. Die kann ja gut mit Verletzungen umgehen. Stimmt ja. Daher kommt die Fähigkeit. Die könnte aber auch der Zoom. Die ist aber halt eigentlich der Zoomer, ne? Ja, da geht die ganzen Fähigkeiten von der ergeben auf jeden Fall Sinn. Finde ich, ja. Alles klar. Quests, dann Hoppers Hütte waren wir auf dem Weg, ne? Genau. Ich würde aber dann auch sagen, das reicht dann jetzt auch erstmal wieder. Ja. Mal kurz ein kleines Päuschen hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und endlich haben wir Max Mayfield. Da freue ich mich schon richtig drauf, die viel zu spielen. Und vielleicht werden wir in der nächsten Party auch endlich die Jane spielen können mit ihren telekinetischen Fähigkeiten. Da haben wir die gesamte Frauengruppe komplett. Bis auf natürlich Robin, die man leider nicht spielen kann. Aber wie gesagt, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und seid in diesem Video auch wieder dabei zu meinem Let's Play zu Stranger Things 3 The Game. Tschüss.